Willkommen zum Fenster Normierung vom Arbeitsblatt quadratische Gleichungen. In diesem Fenster steht nun die Gleichung 4 mal x hoch 2 minus 16 mal x minus 9 ist gleich 0, können wir nicht direkt mit der kleinen Lösungsformel lösen. Zuerst normieren wir die Gleichung mit einer Division durch den Leitkoeffizienten a ist gleich 4. Was bedeuten diese Sätze nun genau? Erinnern wir uns zurück, wir haben gesagt, die kleine Lösungsformel gilt für quadratische Gleichungen der Form x zum Quadrat plus p mal x plus q ist gleich 0. Rufen wir uns auch nochmal die kleine Lösungsformel in Erinnerung. Diese lautet x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus, Klammer auf, p halbe zum Quadrat minus q und das Ganze unter die Wurzel. Was ist nun bei dieser quadratischen Gleichung, die wir hier gegeben haben, das Problem? Und zwar, wir können die kleine Lösungsformel nur für quadratische Gleichungen in dieser Form anwenden. Das heißt, beim x² darf kein zusätzlicher Koeffizient mehr dabei stehen. Hier haben wir allerdings einen Koeffizienten 4, der hier mit dem x² multipliziert wird. Diesen Koeffizienten 4 hier bezeichnet man auch als den sogenannten Leitkoeffizienten einer quadratischen Gleichung. Das heißt, wenn wir mit dieser, also für diese quadratische Gleichung hier die kleine Lösungsformel anwenden wollen, dann müssen wir normieren. Und mit normieren meint man nichts anderes, wie dass wir die ganze Gleichung durch den Leitkoeffizienten dividieren. Das ist in diesem Fall, hier dividieren wir die gesamte Gleichung durch 4 und damit bekommen wir den Koeffizienten beim x² hier vorne weg. Wir erhalten damit nämlich die Gleichung x hoch 2 minus, und jetzt sind wir hier, das hier hatten wir minus 16 mal x, und jetzt wurde das minus 16 durch 4 dividiert, das heißt minus 4 mal x und dann minus 9 Viertel ist gleich 0. Das ist jetzt unsere normierte quadratische Gleichung. Das heißt, diese quadratische Gleichung hat nun wieder die gewünschte Form hier. Wir können wieder unser p und unser q bestimmen. Das p wäre hier in diesem Fall das minus 4. Und unser q wären die minus 9 Viertel. Das ist unser q. Das heißt, für die quadratische Gleichung in dieser Form können wir nun tatsächlich die kleine Lösungsformel anwenden. Und wir sollen das nun auch machen. Also wir sollen diese quadratische Gleichung entweder durch quadratisches Ergänzen lösen oder mit Hilfe der kleinen Lösungsformel. Versucht das zunächst wieder alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also ich hoffe, du konntest die Gleichung lösen. Nun wollen wir das auch gemeinsam tun und wir verwenden hierfür die kleine Lösungsformel. Das heißt, wir schreiben x1, 2 ist gleich minus, unser p ist minus 4, das heißt minus 4 halbe plus minus Wurzel aus, Klammer auf, minus 4 halbe, Klammer zu zum Quadrat, minus und unser q sind die 9 Viertel. Das heißt, minus, Klammer auf, 9 Viertel. Und das Ganze unter die Wurzel. Das heißt, insgesamt erhalten wir dann x1, 2 ist gleich minus 4 halbe ist minus 2 und minus minus 2 ist plus 2. Das heißt, 2 plus minus Wurzel aus. Hier haben wir insgesamt minus 2 und dann zum Quadrat. Also minus 2 zum Quadrat ist 4. 4, hier habe ich das Minus vergessen. Das ist minus minus 9 Viertel ist plus 9 Viertel. Und hier haben wir nun wieder 2 plus minus Wurzel aus.
Und die 4 können wir jetzt hier auf den Bruch raufziehen, indem dass wir mal 4 multiplizieren. Das heißt, 4 mal 4 ist 16 plus 9 ist 25. Das heißt, wir haben 25 Viertel. Und das ist genau dasselbe, also 2 plus minus 25 Viertel ist genau das gleiche wie 5 halbe. Nun erhalten wir unsere beiden Lösungen, das heißt x1 ist gleich 2 plus 5 halbe und x2 ist gleich 2 minus 5 halbe. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.